Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark of the Island mit unserem Johnny. Und eigentlich wollte ich ja heute die Unterwasserexpedition starten, liebe Leute. Aber ich würde gerne was vorziehen. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Passt mal auf, wir müssen jetzt erstmal hier noch unseren Wolf, unseren vierten, rausholen. Zack. Da ist er. Jetzt haben wir einen Wolf mit Level 36. Level 90, Level 72, Level 135 und natürlich alles Weibchen. Ihr braucht mich gar nicht so anzugucken. Eigentlich hätte ich auch gerne ein Männchen zwischendrin. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Wir haben hier unser Dedon. Dem würde ich übrigens gerne mal noch einen Sattel bauen, wenn das möglich ist. Das war unser... Also erfolgreich waren wir auf unserem Ausflug im Schneebiom. Da gibt es sicherlich noch was zu entdecken. Ich möchte auch gerne noch... im Schneebiom haben wir ja da extra den Teleporter hingesetzt, sodass wir da für uns eine kleine Hütte hinstellen mit einem kleinen Gehege vielleicht außenrum, um da unseren Juri zu parken, mit dem wir dann im Schneebiom unterwegs sein werden. Also das liegt auch noch alles als Bauprojekt. Und bevor wir das unter Wasser, ich habe mir das jetzt so überlegt, ich wollte eigentlich unter Wasser mit der Schildkröte, die ist aber ziemlich langsam und ich denke, wir sollten uns vielleicht für so eine Unterwasserexpedition noch mal ein bisschen besser vorbereiten. Ich möchte da jetzt nicht so reinstürzen, am Ende vielleicht geht unsere Schildkröte drauf oder. Und deswegen würde ich das Ganze gerne vorbereiten und möchte das vielleicht nach unserem Trip auf eine neue Map machen. Was ich jetzt gern vorziehen würde, wäre, dass wir für die Schnecken noch Gemüsekuchen herstellen. Dafür brauchen wir Honig. Und den Honig würde ich gern mal angehen, indem wir uns einen Bär zähmen. Die sind ja nicht schlecht für Bienen, ne? Da ist man ja ein bisschen vor Bienenattacken geschützt und will mal gucken, ob wir nicht da irgendwie an Honig kommen. Das ist mal so das Ziel, was ich jetzt gerne noch vorhatte. Dabei möchte ich uns gleich gerne noch vorbereiten für den Trip auf die andere Map. Da haben wir jetzt vielleicht noch 2-3 Folgen Zeit für und würde dann einfach diesen Ausflug ins Unterwasserbiom verschieben, bis wir da einfach ein bisschen mehr Zeit haben, uns besser drauf vorzubereiten, bevor ich da Tiere verliere. Das mit dem Spino hat mir schon so ein bisschen zu bedenken gegeben, ne? So, Fiomia, warte mal, wo waren das? Achso, ne, wir wollten ja einen... Dödikus. Nee, wie heißen die denn? Deo? Nee. Moment, wir müssen mal kurz gucken. Kasteroides, Diplodocus, Direbear Sattel. Den könnten wir uns aber eigentlich auch bauen. Haben wir da noch einen? Pronto Sattel, Manta Sattel, Den Sattel, Dödikus Sattel, Terrorbird Sattel. Nee, dann bauen wir uns gleich noch einen Direbear Sattel. Die Materialien haben wir ja. Dödikus-Sattel. Megalodon-Sattel. Prokoptodon-Sattel. Terrorbird-Sattel. Das ist ja dubios. Wo kriegen wir denn den Sattel für? Für unser Schweindall her. Daeodon. Mhm. Man muss es halt auch richtig schreiben, Kalle. Daeodon. Na, pass auf. Daeodon. Bin ich jetzt bescheuert? Leute, ich muss vielleicht den Kram auch mal freischalten. Ihr seht, es hat sich hier wieder einiges zurückgesetzt. Es ist immer, wenn es Updates gibt, ne, dann setzt sich hier manchmal immer so ein bisschen was zurück. Das müssen wir... Daeodon. Naja, wir müssen es halt auch freischalten. Und es wird in der Werkbank gebaut. Wo sind wir? Daeodon-Sattel. Einmal bauen, bitte. Sehr schön. Gut, dann haben wir die Geschichte. Ich habe Johnny im Übrigen umgezogen. Na komm, jetzt warten wir das ab. Und dann können wir uns hier ein bisschen vorbereiten. Wie gesagt, ich möchte gerne einen Bär zähmen. Wir haben unseren ja irgendwie verloren. Ich bin mir aber gar nicht mehr ganz sicher, wo. So, die Kapseln können mal hier rein. So, pass mal auf. Freund der Sonne. Du kriegst jetzt mal einen Sattel. So, und jetzt sagst du nichts mehr. Hey, hey, hey. Ja, dich bringen wir auch erstmal auf 10.000 Leben. Ja, da freust du dich. Okay, hier beißen sie. Ah, rechts wird geheilt. Ah. Verbraucht zusätzlich Nahrung um ein... Alles klar. Dann hast du hier so einen Healing-Effekt, ne? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Wenn ich hier die passive Heilung einmache, dann macht er das in einer Tour. Habe ich gesehen. Sehr schön.
Okay, dann haben wir das. Dann haben wir hier, wie gesagt, unsere Wölfe. Und, die werden wir erstmal ordentlich hochleveln müssen. Ich meine, so ein Rudel ist jetzt nicht schlecht. Komm, ihr kriegt jetzt alle gleich mal eure Points. Erstmal alle auf Leben. Sie hier, sie wird halt... Sie wird unser Zuchttier werden, denke ich. Mit Level 137, bis sie dann soweit ist, können wir mit ihr züchten. Da brauchen wir noch einen passenden Mann. Also mindestens 100er Level sollte der haben. Die anderen werden uns dann immer mal wieder begleiten, ne? Ich würde jetzt aber gerne, wenn ich ehrlich bin, gleich mal so einen Wolf nehmen. Pass mal auf, wir nehmen mal das niedrigste Tier. Level 95, Level 41, Level 74. Dann bist du das leicht. Ist das... simpelste Tier. Pass auf, dann brauchen wir aber meinen Kram. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir einen Bären finden. Und dann würde ich die Geschichte gern mal angehen mit dem... So, das hier rein. Gerne mal angehen mit dem Honig holen. Dass wir das noch machen, weil ich habe echt Angst. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für den Tipp übrigens, der von euch da kam, dass man da einen Gemüsekuchen nehmen muss, um die zu füttern. Weil es sonst in die Hose geht. So, komm mal mit. Hui, sau gut. Dann gehen wir uns jetzt mal noch einen Bären suchen. Das erste Mal auf einem Wolf. Sehr geil. Sehr geil. Ich meine, so groß muss das Rudel jetzt nicht sein. Wenn wir die Tiere aber schon haben, behalten wir sie natürlich auch. Ist ja ein klarer Fall. Eigentlich wäre es jetzt sinnvoller gewesen, glaube ich, zu laufen, ne? Hallo Schnecke. Level 36. Oh. Ich muss ihn aber... ist so schlecht nicht. Was halt cool ist, ist, dass das hier angezeigt wird, ne? Dem... Aber was flüchtet ihr denn? Alter, was ist denn hier los? Alter, Leute, was ist denn hier los? Mit rechts machen sie gar nichts. Nur mit links einfach schon. Alter, was ist denn hier los? Oh. Komm, gib mir dein Cheat Heal. Hier liegt da was Totes, was liegt da? Ach, ein Terrorburger. So, lass uns auf die Suche gehen. Wir suchen nach einem Bär. Nach Möglichkeit hochlevelig. Oh, keine Energie mehr. Ja, es sind nicht die schnellsten, besten Tiere. Jetzt, glaube ich, haben wir uns auch den rausgesucht, der... Was ist denn los? Wer jetzt da geflogen kommt, ne? Da kommt jetzt das da. Haben wir mit Sicherheit noch welche gekrabbelt. Aber so kriegen wir die natürlich auch ein bisschen hochgelevelt. Das Chitin können wir gebrauchen. Die Chitin-Rüstung will ich mir ja auch noch bauen. Ich will mir ja alles noch ein bisschen angucken. Und was cool ist bei den Wölfen, ist, dass man hier die Toten wiederfindet. Also die Kadaver. Das finde ich nicht so schlecht. Dire Wolf ist aufgestiegen. So, pass mal auf, dann kriegst du gleich mal noch einen auf Ausdauer. Fleisch hast du genug. Das ist, wenn ich C drück. Ah, dann beobachtet. Was findet denn der denn da hinten? Was ist denn das für ein Zeichen? Das habe ich. Das ist ja geil. Hat er dann irgendein Zeichen, ne? Da muss ich mal rausfinden, was das heißt. So, komm. Irgendwo werden wir mit Sicherheit einen Bären finden. Was allerdings auch gehen würde, ist, glaube ich, wenn wir uns ein bisschen Insektenschutzmittel drauf schmieren und dann sollte das eigentlich auch machbar sein. Aber ich bin ehrlich, ich hätte schon gerne einen Bären.
Und es ist wie immer, wenn wir einen suchen, ist keiner da. Wenn du keinen brauchst, rennen sie überall rum, ne? Wie mit den Ovisen jetzt. Am Anfang hast du kein einziges gefunden. Und jetzt, wo du sie nicht mehr brauchst, weil du selbst zwei Stück hast und Nachwuchs machen kannst und alles, sind sie überall. Weil ich glaube, das macht ja auch so ein Bär. Da unten ist ein Bär. Da unten ist ein Bär. Boah, Level 138, den holen wir uns gleich. Wenn's klappt. Hallo, Herr Bär. Möchten Sie mal hier versuchen vielleicht? Da ist noch eins. Wenn Sie mal schauen möchten. Nein! Geh weg! Wolf, wo bist denn du? Komm mal her. Oh, ein Fiumia. Fiumia war mir eben gerade auf dem... Komm, Bärli. Fresse. Oh, der sieht schön aus. Oh, da haben wir einen schönen Bären, Leute. Der sieht ja noch besser aus wie der... Wo ist denn unser roter Bärchen? Haben wir den tatsächlich verloren? So. Ist immer noch nicht, ne? So. Herr Bär, bleiben Sie mal hier, bitte. Oder Frau Bär. Ich weiß gar nicht, was du bist. Hey. Ja, genau. Geh da mal hin zurück. Die Range ist nicht schlecht, was die haben. Und dann haben wir einen richtig schönen, hochleveligen Bär. Wo ist denn unser roter Bär hin, Leute? Hab ich den rübergestellt? Nee, ne? Und? Ist immer noch rot. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. So, da müssen wir jetzt ein Momentchen warten noch, bis der soweit ist. Aber, muss ich echt nochmal gucken, wo haben wir denn den roten? Haben wir den verloren? Dann kann sein, dass wir den vielleicht zusammen mit... Nein, geh weg! Ach du Mistvieh, Alter. Ist denn mit dir... So. Hallo, Herr Bär. Wo bist du? Es tut mir leid, aber du musst jetzt sterben. Du wolltest es nicht anders. Oh, jetzt liegt der da auch noch. Also es ist, manchmal ist Ark so richtig, ne, wo du dir denkst, Junge, Junge, Junge. Komm, mach den weg. Nehmen wir uns natürlich auch gleich die Trophäe mit. Dann holen wir unseren Wolf. Und dann gehen wir zurück zum Bär. So. Dich zähmen wir jetzt. Jetzt müssen wir bloß... Ja, guck, du wirst doch gestreichelt. Was ist denn da? Ich höre schon wieder das Getrippel, Getrappel kleiner Füßchen. Entschuldigung. Manchmal ist es echt so. Ich meine, die sitzen ja dann schon süß vor dir, ne? Aber. Komm, hier. Dauert gar nicht so lange. Dann gehst du mit uns, gehst du dann lecker. Du hast ein schönes Gesicht. Dann gehst du mit uns dann lecker Honig holen. Freund der Sonne, du wirst richtig schön hoch. Hatten wir jetzt Glück, dass wir so einen schönen Huhn gefunden haben. Aber es wäre mir jetzt arg lieb, wenn du jetzt hier nicht so rumstratzen würdest.
Kriegst du noch was? Zack. Sehr schön. Das ist schon wieder so ein... Wie zähmt man die denn? Die Kompis eigentlich. Lass ich mal gucken. Ja, du bist ein schöner Bär. Habe ich jetzt auch nichts gegen, wenn du dich da hinten festklemmst. Der Kombi hat sich wohl in unseren Wolf verliebt. Guck mal. So, noch einmal füttern, denke ich. Dann haben wir ihn. Der Kombi Level 162 hätte ich schon auch gerne, ne? Da ist er. Hallo, Herr Bär. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Der hat sich in irgendwas, hat er sich verliebt, der Kombi. So, pass auf, du kriegst jetzt gleich einen Sattel, dann haben wir dich nämlich. Und der Wolf kommt mit. So, komm. Wo hängen wir denn jetzt doch da? Dann geht's zurück einmal. So, und jetzt haben wir nämlich diesen Schutz vor Bienen hier unten. Schutz vor Bienen, ja. Das ist sehr geil. Boah, 209 Basisschaden. Cool, was hast du jetzt eigentlich für ein Level bekommen am Ende? 207. Boah, richtig nice. So, dann lasst uns zurückgehen. Wolfi, kommst du? Und da oben ist schon ein Bienenstock. Jetzt will ich das gleich mal kommen, Leute, wenn wir schon hier sind. Machen wir erstmal den. Den Kano weg. Und den Rest, der hier so rumgeschnitzelt ist. Oh, Wolf, hast was abbekommen. So, da oben ist jetzt, wie kommen wir denn da hin? Das ist die große Frage. Wie kommen wir an den Honig? Wir könnten... Jetzt habe ich aber doch... Wartet mal. Wartet mal. Nee, komm, wir bringen erst den Ding heim. Wir sind ja hier direkt zu Hause. Geh da jetzt kein Risiko ein. Hier lang, Wolf. Wir haben den falschen Weg genommen. So. Pfeifen. So. Du kommst zurück zu deinem Rudel. War sehr schön. Ah, die Wölfe machen Spaß, muss ich sagen. Die machen Spaß. So, Bärli. Level 207 weiblich. Aber jetzt müssen wir doch erst nochmal gucken gehen. Du kriegst erstmal ordentlich auf Leben. Wo ist denn unser Bär? Ist der mit unserem Stego? Ist der da draufgegangen? Kann das sein? Ich weiß ja auch gar nicht, warum unser Stego da damals draufgegangen ist, aber ich glaube, unser Bär ist da mit draufgegangen. Oder bin ich jetzt komplett neben der Kappe? Unser roter Bär. Er ist auch wegen irgendwas draufgegangen, ne? Meine ich. Naja, jetzt haben wir einen neuen. Der rote war allerdings schon schön. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Müsste ich selbst mal in den Folgen gucken, in den vergangenen. So, passt mal auf, Leute. Wir gehen die Sache jetzt mal an. Vielleicht gehen wir drauf, ich weiß es nicht. Aber ich will das jetzt mal probieren, wie das läuft. Ich hätte jetzt fast gesagt, mach mal Platz mit deinem dicken Hintern. Was kein dicken Hintern, alles gut. So, wenn wir da jetzt nämlich draufballern, bringt uns das was. Aber dann kriegen wir ja vermutlich keinen Honig. Vermute ich. Vermutlich. Wir probieren es trotzdem einmal. Habe ich mir gedacht. Herr Bär. Da bleibt im Prinzip die Möglichkeit... was hochzubauen.
Oder aber, dass wir jetzt noch probieren. Mal gucken, ob es geht. Ich weiß es nicht. So, einmal vor zu unserem... Ach, es gefällt mir auch. Hier muss noch eine Treppe hin. Dass wir das nicht vergessen. Nehmen wir dich. Nee, du bist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. So, Agi hat wieder Level... Oh, guck mal, was wir hier noch haben. Das schmeißt du mal raus. Guck mal, Level 178, da sagst du auch nicht mehr. Komm, wir gucken mal mit dem Agi. Ob wir da vielleicht dagegen fliegen können und so ein bisschen Honig rausholen können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden es gleich feststellen. Und dann werden wahrscheinlich die Bienen rauskommen, ne? Da sind sogar zwei nebeneinander. Oh! Uff. Die holen dich ja da runter. Aber so nichts, ne? Dann kriege ich ja keinen Honig raus. Pass mal auf, Agi, du darfst mal hier parken. Das müssen wir doch anders machen. Da müssen wir uns was hochbauen, Leute. Gehe ich mal davon aus. Anders werden wir da nicht drankommen. So, checken wir mal. Wir brauchen Rampen. SS Wood Ramps, die würden dir reichen. Nur jetzt mal so professorisch. Ich nehme mal die Ceilings mit. Rampen, Ceilings, müsste reichen, ne? Und vielleicht eine Foundation oder so. So. Wir probieren es nochmal. Meier Berli. Können wir jetzt mal kurz auflassen. Wir könnten es halt auch auf manuell stellen. Nicht auf manuell. Auf manuell. Auf manuell, sondern... So, passt mal auf. Wenn das jetzt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Habe ich da nicht schon wieder was gehört? So. Mal gespannt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Jetzt habe ich natürlich auch die zwei genommen, die man nicht, nicht aufeinander packen kann, ne? So. Müsste ja dann hier oben irgendwo hin. Moment, Leute. Moment, das kriegen wir schon hin. Das machen wir jetzt in der Folge noch. Ich will jetzt wissen, wie ich an Honig komme. Wahrscheinlich gibt es auch eine ganz einfache Methode, die ich mal wieder nicht verstehe, aber irgendwie muss ich ja da dran kommen. So. Einmal hier. Wo hatten wir denn hier noch? Ich hatte doch vorhin noch hier. Wenn wir schon da sind, können wir auch den Kram, den der AG hier noch drin hatte, gleich hier reinlegen. Und den Kram auch wieder und den Kram auch wieder. Dann geht uns das schon mal nicht kaputt. So. Weil wenn wir uns da hochbauen, muss halt der Bär mit hochkommen. Das ist das... Und uns dann auf den Bär setzen und dann, ob wir dann da Honig rauskriegen, das ist die große Frage. Das gilt es herauszufinden. Und brauchen wir nicht für diese Honigdinger auch Honig einer riesigen Biene? Das wäre super, dann könnten wir uns unsere eigene Honigtöpfe bauen. Honigtöpfe wollte ich schon sagen. Nicht Honigtöpfe, sondern... Ihr wisst, was ich meine, ne? Bienenstöcke, so heißen die Dinge.
Ja, hast du super dahingestellt, ne? Prick, ey, ja, komm. Reiß die ab. Kriegst wenigstens so ein bisschen. So. So, der ist da hoch. Leg dir die Teile doch mal auf die 5. So. Oh, hast du mich eben erschreckt, Junge. Haha. Nein, du kommst doch weiter. Schade, eben dachte ich schon. So, Achtung. Und jetzt hier so ein... Zack. Und hier so... Internet, ne? So ein Mist. So, hier hoch. Dann müssten wir hier nebendran... Leute. Hätte sowas, wie ich das mir vorstelle. Es wird doch so nix. Kalle, was baust du denn da hin eigentlich? Eins hoch. Nee, Leute, das muss ich, Moment, ich muss da nochmal, wir kommen dann hier rüber und dann müssen wir hier wieder hoch. Dass wir hier halt drankommen, ne? Mit dem Bär. Kann ich das nicht hier unten hinsetzen? So, pass mal auf. Nee, lässt er mich nicht bauen, obwohl da unten eine Foundation ist. Obwohl da unten eine Foundation ist. Leute, wie dem auch sei, ich baue dieses Teil hier mal fertig bis zur nächsten Folge und dann holen wir uns gemeinsam da oben unseren ersten Honig raus, würde ich sagen. Anders kommen wir ja da nicht dran. Ich werde nochmal gucken bis zur nächsten Folge, ob auch eine andere Möglichkeit besteht, an Honig zu kommen. Aber ich denke, mit dem Bären ist es am allerbesten. Und da müssen wir uns jetzt halt so eine Geschichte da hochbauen. Wird nichts anderes helfen, ne? Also, wir sehen uns, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge. Und dann gucken wir, dass wir hier an Honig kommen. Also, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.